Ein feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Und die Vorhersage für heute lautet: heiß, heiß, heiß! Lego City. 2 Jahre, seit sie mich weggeschickt haben. Bin jetzt ein besserer Cop. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase McCain? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die beglichen werden will. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Vielleicht keins, vielleicht beides. Nein, aber irgendwas muss ich hier ankreuzen. Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Hey, Abuelton! Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Haft. Und was bringt Sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Schnickschnack! Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Musste mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Hi! Und ich bin sicher, Rex Fury steckt dahinter. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury! Ja, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt. Lego City Undercover. Ja. Steig in den Polizeiwagen ein, genauer, das werden wir jetzt nicht sofort tun. Eins der vielen Lego-Spiele, die ja in den letzten Jahren erschienen sind. Ja, ich habe sie auch nicht alle gespielt, ich habe einige gespielt. Die ganze Star Wars Lego-Geschichte, beide Trilogien und die komplette Saga. Und hier habe ich schon eine Erinnerung zu den vorhergehenden Lego-Spielen. Ich meine, dieses ist auch nicht ganz neu. Es ist ursprünglich erschienen für die Wii U. Und ist jetzt umgesetzt worden auf die PS4 und die Xbox One und so weiter. In noch besserer Grafik und so weiter. Ihr seht, es sieht alles wunderschön aus. In HD. Und so weiter. Ja, wie gesagt, in den vorherigen, ich habe außer die Star Wars Reihe Lego Batman gespielt, den ersten Teil von Lego Batman. Wie ihr seht, hier gibt es diese sogenannten Supersteine, diese Lego Steine, die man aus Objekten, früher hat man aus den Objekten einfach nur Münzen gekriegt. Oder Stats, wie sie hier heißen. Und diese Lego Steine braucht man, da braucht man sehr, sehr, sehr viele, um Objekte bauen zu können. Und es gibt hier 2 Sorten. Einmal diese flacheren hier, die geben jeweils ein. Und dann diese
höheren, die geben jeweils 5. Und später gibt es noch Steine, richtig große Steine, die bringen bis zu 1000 Steine. Aber das ist auch vergleichsweise noch nicht viel. Wie gesagt, die Stats, die Münzen, gibt es natürlich in Silber. Die sind, die silbernen durch, ja, die großen sind 100 wert. Die silbernen sind 10 wert, die goldenen sind 100 wert. Da braucht man auch sehr viel in dieses Spiel. Da habe ich noch gespielt Lego Indiana Jones. Wie gesagt, die Spiele haben ja alle so eine Hot World, sagen wir mal. Und indem man die Levels gegen hat. Hier ist es anders. Hier hat man eine wirklich große Stadt, die ist wirklich sehr groß. Kann man viel entdecken. Die angelehnt ist an verschiedene Städte. Werden wir später noch sehen. San Francisco, New York. Es gibt eine Chinatown. Es sind Elemente aus Italien dabei, speziell Venedig und so weiter. Auch der tiefe Turm von Pisa wird zu sehen sein. Aber dazu kommen wir später. Und ja, der Offensicht. Und außerdem ist es in dem Spiel so, und hier gibt es blaue Stats, die sind 1000 wert. Dann gibt es noch lilane. Die sind ja 10.000, die sind schöner, die Spiel ist, sobald man eine Saalsequenz betritt, da kommen wir auch noch zu, und wieder herkommt, sind die immer wieder da. Das heißt, man kann die unendlich oft einsammeln. Und wie in allen Lego-Spielen gibt es auch hier Multiplikatoren. Und Lego Dimensions habe ich natürlich auch gespielt, was mir persönlich nicht so ganz hundertprozentig gefallen hat, um ehrlich zu sein. Aus bestimmten Gründen. Allein dafür, dass man einen Haufen Geld ausgeben muss, wenn man wirklich das ganze Spiel sehen muss. Und nein, ich habe nicht alles gekauft, was dazu notwendig gewesen wäre. Ich habe auch nicht die ganzen Add-ons, die inzwischen rausgekommen sind, gekauft. Aber ich habe trotzdem noch genug dafür geblecht. Also. Und hier sehen wir ein metallenes Objekt, was man in klassischer Manier sprengen kann. Und dazu braucht man dieses Fass und da kommt was rein, was wir jetzt noch nicht haben und auch noch nicht benutzen können. Weil hier wird es nicht durch unterschiedliche Charaktere bestimmt, was man tun kann und was nicht, welche Fähigkeit man hat, sondern schlicht durch Verkleidung, die wir nach und nach freischalten. Und auch hier gibt es natürlich wieder die Levels, die man durchspielen kann. Aber die sind halt hier über diese große Stadt verteilt und in die Story halt etwas eingebunden. Es gibt aber auch Missionen, die einfach so in der Stadt GTA-mäßig oder so halt ablaufen. Und jetzt wollen wir mal langsam ins Auto gehen. Wir haben jetzt hier einige Steine schon gesammelt, 200 Stück. Aber ihr werdet noch merken, 200 Stück sind gar nichts. Und fast 10.000 Münzen. Und natürlich gibt es wie in den anderen Lego-Spielen auch wieder Multiplikatoren zu finden. Und einige andere, diese roten Steine halt, die ja eine Art Cheat sind und doch vieles erleichtern und vor allen Dingen beschleunigen. Ja, komme ich nicht hoch, ist egal jetzt. Habe ich meinen Portemonnaie dabei? Es gibt auch Berge, da ist die Freiheitsstatue. Und hier gibt es diese grünen Stats, die Wegweiser sind, so eine Art Navigationssystem. Oh, Moment, bringen die noch nichts, aber später kann man einen roten Stein freischalten, der die auch einsammelbar macht, also wo sie auch Münzen für geben. Und wenn man mit dem Auto fährt, kann man einen Multiplikator aktivieren, indem man alle möglichen Sachen hier umfährt. Und dafür gibt es immer. Hier drückt was vorne.
Ja, hier kann man, in diesen Kisten werden später, da kann man später eine, da kann man das jetzt schon. Ja, man kann es jetzt, hier kann man, die kann man öffnen, die Kisten. Und da wird dann so eine Verkleidung kommen, aber die kann ich jetzt noch nicht benutzen, weil ich ja noch keine Verkleidung freigeschaltet habe. Wir haben jetzt, aha, das war unser erster Automechaniker und einen goldenen Stein. Und ihr seht, es gibt 450 Stück davon. Und man kann den Multiplikator für das Auto bis auf, dann auch die ganzen Münzen, die ihr hier seht, die kommen immer wieder, wenn man das, das in, durch einen Ladebildschirm geht. Sieht da unter der Herzleiste ist eine weitere Leiste, wenn man die voll hat, hat man einen Multiplikator, jetzt haben wir schon zwei. Das kann man bis auf fünf, glaube ich, machen. Und ich weiß, ich glaube, da wird das Auto schneller und stärker, oder ich habe keine Ahnung. Achso, und hier ist schon die Polizei. Ups, ah, ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass die Bremse da nicht ist, sondern der Spezialaufdruck zurück auf die Schulbank, genau. Der Ladebildschirm ist übrigens auch etwas kürzer. Ich meine, er ist immer noch sehr ziemlich lang, aber deutlich kürzer als auf der Wii U. Und hier lernen wir einen Charakter kennen. Der wirklich, ja. Ich bin übrigens Frank Honey. Frank Honey. Chase McCain. Chase McCain? Chase McCain. Stimmt es, dass du Rex Fury Ding festgemacht hast? Hm, hab dazu beigetragen. Deputy Dundee hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Wow! Yeah! Na, vielleicht nicht ganz genau wie du. So, wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre. Ich warte drinnen. Okay. Ja, dieser Typ hier ist ganz schön durchgedreht. Der wird uns das ganze Spiel mehr oder weniger begleiten. Also nicht direkt begleiten, aber er wird immer wieder sein Selbst dazugeben. Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig! Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen? Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir hier ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Rex. Ja, wie immer sind natürlich die Lego-Spiele sehr lustig. Und ja, die Geschichte mit Rex. Ich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute hab. Dann hätte sich ja, die wunderschön. Kaufe letzte Woche ja gelohnt. Ja, wie gesagt, die Geschichte mit Rex. Es gibt in der Tat ein Prequel. Das, dieses Spiel ist zuerst erschienen, aber das Prequel, das zu den zu der Story gehört, die wir hier gerade gehört haben. Ach, wir müssen den auch noch kaputt machen, jawohl. Ja, manchmal muss man mehrere Objekte kaputt machen. Hier gibt es so ein ja, Kinderautomaten hier. Den können wir auch benutzen. Und dafür kriegen wir einen goldenen Stein, den zweiten. Wo
und das ist für den 3DS erschienen, aber war qualitativ nicht annähernd so gut wie dieses Spiel. Hier haben wir zum Beispiel einen Automaten, den wir noch nicht benutzen können, weil wir, wie gesagt, dazu bestimmte Verkleidung brauchen. Ist das auch wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist... Hallo, das hier ist unser Zentralcomputer. Der qualmt normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Wir müssen jetzt hier den Computer, Zentralcomputer reparieren. Zentralcomputer einsatzbereit. Sicherheitsabregelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern. Ja, Computern. Computern, ja. Ja, das ist wirklich eine Nase hier, der Frank. Das geht einfach nicht ab. Ja, wir müssen jetzt hier dem Tutorial etwas folgen. Ja, Frau Bürgermeisterin, ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McCain? Dunby, du, Sie sind der neue Chief? Mann! Ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst! Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury, obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin, keine Störung! Na ja. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Komm, wir holen dir eine Uniform. Ja, wie gesagt, der Vorgänger ist, also das Prequel zu dem Spiel kam auf dem 3DS raus und ja, hat sich aber nicht groß unterschieden. Es gab da bloß keine Levels, sondern nur die Oberwelt und auch viel kleiner die Oberwelt natürlich. Hier findest du Chucks Fahrzeug. Und da gab es halt einige Missionen zu machen. Das war nicht annähernd so gut wie dieser Teil. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Ja, hier kann man später Autos freispielen. Hier braucht man noch was. Wir sollten wohl mal weiter. Hier. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. bitte lass es mich nicht fressen. Hier brauchen wir wieder einen ganz anderen Charakter. Also wir müssen jetzt erstmal eine Uniform, glaube ich, freischalten. Achso, die kann ich nicht kaputt machen, die Kisten. Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir nochmal her. Ist etwas Besonderes. Genau. Komm, wir suchen dir eine Uniform. Wir haben heute neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Oh. Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das Kleid stand mir wirklich gut. Sieh in diesen Kisten nach. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Ja, hier kann man natürlich Sport machen. Mach dich bereit. Gibt's ein bisschen Geld halt für nichts Besonderes. So. Wie ihr schon gehört habt, Rex Fury
Muss ist unser Hauptbösewicht hier. Und er war im Knast. Also wie gesagt, im ersten Teil hat Chase ihn gefangen. Und er ist halt wieder abgehauen, wie wir gehört haben. Und die Story ist wirklich richtig cool. Und unser erstes Kostüm sozusagen ist der Polizist. Wie ihr seht, haben wir insgesamt 8 Stück. Oh. 8 Stück, jawohl. Polizist. Zivilist. Hey, gut siehst du aus. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeig ja, ich sieht dir aus, einen besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Also, na, wie, also sie haben die schon überarbeitet. Die Uniform sah so nicht aus. Die war grau und der Oberteil war nur grau und unter die Hose schwarz. So. So, jetzt können wir das hier bedienen. Jetzt lernen wir seine Flamme kennen. Hier. Also hey, die von Frank. Bist du da? Bist du das, Frank, Honey? Moment! Was hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das Reich von... Hey, Jungs! Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Tatsächlich? Keine Bange, auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. Joop. Ah, komm, spät, ich bin in den Aufzug. Haben wir noch meine Freunde? Hier lang, Chase. Da bist du ja. Ab an den Zentralcomputer mit dir. Nutze den Zentralcomputer, um deinen Kommunikator zu synchronisieren. Entschuldigung, bitte. Kommunikator verbunden. Ja, im Original auf der Wii U war das natürlich das Gamepad. Oh, das Touchpad. Hey, Frank. Da hat man die Karte auf dem Touchpad gehabt und so weiter und konnte es damit scannen und so weiter. Ich arbeite ihn ganz so sicher hart. Nicht. Der feuert mich nur wieder. Ah, die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich hab ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Oh, dann habe ich ihn verloren? 100% abgeschlossen. Ich helfe dir beim Suchen. So, hier sehen wir jetzt unseren Fortschritt und die Spielzeit 21 Minuten inzwischen. Danke. Ich muss ihn oben verloren und haben. Kann man den aktivieren? Nee, das können wir im Moment nicht. Jetzt können wir die Karte aufrufen. Mit dem Touchpad. Die Polizeistation. Hier wird auch angezeigt, wie viele Legosteine in dem Gebiet noch sind. 10 Stück. Also goldene Legosteine, meine ich natürlich. Was? Bis wir die Kamera wiederfinden, sollen wir die Gesichter der Leute für Fahndungsfotos fotokopieren? Na, dann. Ah, hier ist wieder ein Glitzerding. Bis zu meinem 40. wäre ich schon gern Captain.
Ja, warte mal. So, da unten muss man drücken. Hey Chase, hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Ja, aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Genau. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glubschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. No. Jetzt haben wir die Fähigkeit des Polizisten, den Scan. Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten. Hier erscheint jetzt dieser Spot, wo wir diese Fragezeichen sehen. Den kann man nur mit dem Polizisten aktivieren. Und der zeigt uns hier diese Spuren. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Hatte es allerdings für eine Pinata gehalten. War es aber nicht. Die Süßigkeiten haben nämlich Aua im Mund gemacht. Das war mein allerschlimmster Geburtstag. Hey, du hast ihn! Dann kannst du ihn ja wecken. Hab was Wichtiges zu erledigen. Videospiele! Wuhu! Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs, falls nicht schon alle weg sind. Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf! Ich will nicht. Okay, dann versuche ich's mal mit richtig Getöse. Ja, und leider verschwinden die Objekte relativ schnell. Ich habe nur meine Augen entspannt und meine Arme und Beine. Oha, du schon wieder. Toll. Besprechungsraum, eine Minute. Ja, der Chief ist natürlich ein echter Hypochonder. Wie viel Kaffee hast du schon, Intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Rex Fury. Ist der riesig! Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail möchte man meinen. Ja, Sherlock Holmes und Dr. Watson. Mein Lieber. Unseren Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Auf den Rasenmäher, rechts ran! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Ja, er hat natürlich das Verdienst an sich gerissen. Hab ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Ja, der Typ mit dem Kaffee war natürlich ein Anspiel auf Dirty Harry, Clint Eastwood. Ist ganz klar. Ja, wie gesagt, die Ladezeiten etwas nervig.
Aber ich denke mal, hier machen wir auch Schluss. Challenge Rehilt ist das Beat, also das Viertel, neben das Polizeigebäude steht. Wie ihr auf dem Foto wunderschön erkennen könnt, erinnert das an San Francisco. Bereit es den Verbrechern zu zeigen, Chase? Und das machen wir erst im nächsten auch wenn Part. Wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich. Der Letzte zahlt einen Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Genau. Ja, wir machen wir nächsten Part, meine Freunde. Hey, Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Ja, diese Bankgeschichte, hier, ja. Hier seht mal die Karte der Stadt, wie riesig die ist. Hier hinten, hier geht's weiter. Hier herum, hier ist, nee, das ist nicht Liberty Island. Aber hier ist die Freiheitsstatue. Ja, das ist die komplette Stadt. Denk dran, die Cherry Tree Bank ist noch eine Insel. Mit einem Polizeischild auf deiner Karte markiert. Das ist das Gefängnis hier. Da kommen wir auch bald hin. Ja, wirklich eine recht große Stadt, kann man eigentlich sich nicht beschweren. So, ich soll jetzt. Perfekt! Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Genau. Aber wie gesagt, das machen wir im nächsten Part. Wir können jetzt navigieren. Wir können selbstverständlich alle Autos, die rumfahren, sehen so weiter, können wir übernehmen. Ja, Honey. Ich hab mich verfahren. Und fahren. Bitte abbrechen, bitte. Ja, der hat sich auf den 5 Metern geradeaus natürlich verfahren, ist klar. Weil wie ihr seht, die Bank ist ja gleich da vorne, ein Stück weiter. Aber wie gesagt, da fahren wir nächstes Mal erstmal hin. Nur euch das mal zu zeigen, hier oben. Wir können hier noch nicht rein, aber hier gibt es zum Beispiel eine Charakter-Coin, Charakter-Token. Und hier seht ihr einen roten Stein. Und wenn wir den eingesammelt haben, wird nicht mehr lange dauern, bis wir das können. Wenn wir den eingesammelt haben, erscheint da stattdessen eine lila Münze und die ist wieder 10.000 wert. Und immer wenn man rein und raus geht, kann man die immer wieder einsammeln. Und wenn man erstmal einen Multiplikator hat, kann man recht schnell viel Geld verdienen. Hier ist eine weiße Fläche, die können wir erst etwas später färben. Aber dazu später mehr. Aber jetzt beende ich einfach den Part. Ja, hier zum Beispiel kann man etwas bauen, später im Moment noch nicht, aber hier kann man etwas bauen. Dazu braucht man diese Supersteine, diese Legosteine, die man aus den zerbrochenen Objekten sammelt. Aber jetzt beenden wir erstmal den Part. Ich möchte euch danken fürs Zusehen. Aha, gibt es das hier nicht mehr? Hier war normalerweise eine Art Minispiel drin. Aber das scheint, oder das ist noch nicht aktiviert, vielleicht wird der später aktiviert. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich bin Andy.